Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Port I'm hier. sorry I wasn't of much help with your last mission. I'm not a combat AI. Though if I were, I don't think the people here would like me very much. Ach, du bist genau richtig, wie du bist. Ja, ich habe ein Schläfchen gemacht, ne? Wir haben einiges im Inventar, aber ne, wir können natürlich auch mal ein kleines Geschenkchen an den guten Ack. Hat es schon wieder gelohnt für ihn. Wir haben Post, die ist dringend, okay. Lieber Handwerker, es tut mir leid, aber könntest du mir zu mir kommen, wenn du Zeit hast? Ich möchte, dass du schnell etwas für mich baust. Na klar. Lieber Handwerker Yogi, mir wurde die Aufgabe zuteil, einige Pappeln südlich vom zukünftigen Südblock zu pflanzen, damit der Sand nicht in die neue Stadt weht. Da ich die Bäume nicht direkt in den Sand pflanzen kann, jedenfalls nicht, ohne dass sie sterben, pflanze ich die Setzlinge zuerst in der Baumschule. Ich beauftrage dich damit, mehrere spezielle Pflanzkästen zu fertigen, damit wir die ausgewachsenen Bäume darin aufbewahren und sie dann in der Wüste aufstellen können. Ich habe die Anleitung für den Arbeitstisch unten angehängt. Ich habe sie mit Adit entworfen. Ich schaue in einer Woche vorbei und gebe dir dann die Bäume, wenn sie etwas gewachsen sind. Danke. Hey, wie hat dir mein Artikel gefallen? Die Stadt ist jedenfalls ganz begeistert. Der Bürgermeister ist sogar in meinem Büro vorbeigekommen und hat mich gebeten, einen Artikel über ihn zu schreiben. Ich dachte, dass wir damit die Verbesserung feiern könnten, die er in der Portia bewirkt hat. Deshalb habe ich deine nächste Aufgabe, folgende Fotos zu schießen. Bürgermeister Gale, eine Töfterfaltestelle, die Brücke zur Bernsteininsel. Viertens, eine Straßenlaterne. Komm zu mir, sobald du fertig bist. Ja, wir haben ja ein bisschen was an Zeug eingesammelt. Ja, wir können hier auch mal natürlich alles einsortieren. So, Inventar wieder leer. So lobe ich mir das. So, das ist natürlich beschäftigt. Hier können wir natürlich wieder Holzkohle nachlegen. Das Holzkohle. Wir können auch langsam damit mal aufhören und was anderes herstellen. Also die 200 könnte man, ne, eigentlich noch voll machen. Damit Ack nicht so viel sammeln muss, sammle ich natürlich hier die Sachen. Ist ja klar. Ist ja ganz klar. Wir müssen definitiv zu Sophie rüber und Kuchen kaufen wieder für Emily. Und vielleicht auch ein paar Raupen. 3 Stunden, das geht natürlich gar nicht klar. Ich habe kein Eisenerz mehr. Gehen jetzt ab. Dann stellen wir ein bisschen Blei her. Zinnlegierung. Stellen wir hier, stellen wir Blei her. Dann stopfen wir hier noch die anderen Carbonstahlbarren rein. Kein Eisenerz mehr. Das ist ja, also das ist ja, dass es so weit kommen könnte. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber gut, so ist halt. Dort. Dort. Isolierter Pflanzenkasten. Da müssen wir auch mal gucken, was wir dafür brauchen. Vielleicht können wir dann auch eine unserer Öfen auf was anderes stellen. Da kann wieder der Zoom-In. Der kleine Zoom-In. Oh, und Ack ist mir Kekkerchen hier von den Kühen auch mit eingesammelt, oder was? Nö. Mal gucken, ob wir irgendein Rezept mit Eiern haben. Also einfach nur Rührei. Ich würde gerne einfach Rührei herstellen lassen. Ja, wir haben Eier, wir haben einige Eier. Es sind sozusagen Eier im Haus. Müsste ja eigentlich möglich sein. Am Mittwoch, den 10. Das heißt, wir dürften auch noch ein paar Tage für Kürbisse haben, falls Kürbisse möglich sind. Auch wenn ich ja nicht immer das gleiche anpflanzen soll, ne? Aber. Ah. Ack ist wieder am Stalken. Gut, dass es nur eine Puppe ist. Wofür werden dann eine echte KI hingestellt? Hier wird er irgendwann austicken, in die Höhle gehen und Leute umbringen. Und das kennen wir ja schon von den KIs. Naja. So. Ja, du es. Auch noch ein bisschen. Können wir düngen. Ich würde gerne. Ah, muss auch die richtige Taste zum Düngen drücken, versteht sich. Sonst düngt der hier gar nichts. Wir haben für Ack noch nicht die Düngerfreischaltung, sag ich mal, oder? Dann könnte man ihm das Düngen ja auch überlassen. Denn gerade könnte er nicht düngen, weil die ganzen Sachen in meinem Inventar sind. Aber grundsätzlich fände ich das gar nicht mal so schlecht. Können die Bäume auch schon wieder düngen? Das Düngerverbrauch ist definitiv gestiegen mittlerweile. Kann man so schon mal sagen. Du brauchst Dünger, die okay.
Dass wir den höheren Dünger ver... Ist das der Verbrauch tatsächlich? Weil die haben jetzt weniger, aber sind seit dem gleichen Tag da eigentlich drin. Interessant. Der ist noch beschäftigt. Perfekt. Inventar hoffnungslos überfüllt? Ja. Müsste ich mal was gegen machen. Bossy? Guten Morgen. Ja, streicheln. Unpassender Ort. Ja, gut, dann... Dann tut's mir leid, Horsi, dann musst du einfach direkt arbeiten. Direkt wird hier gehoppelt. Unpassender Ort. In deinem Stall solltest du dein Pferd nicht streicheln, was sollen die Leute denken? So, dann kaufen wir erstmal wieder 10 Kuchen. Kürbis ist Season. Ah, kostenlos. 26 ein, dann gibt's auch Seeds. Ja, gibt's auch, kostet 4. 4 Tagen? Frühling, Sommer. Hä? Warum sagt die denn die ganze Zeit, es wäre Kürbis-Season? Es ist doch Herbst. Kaputt bei der. Maiskugel. Können wir als nächstes mal anbauen. Dann kaufen wir hier nochmal Raupen. Keine Ahnung, wie viele Raupen kaufen wir. 200 übertrieben. Wer brauchen wir? Ja, ich habe gerade was gekauft. Gerne doch für deine Unterstützung. Kleine Unterstützung für 2000 Raupen gekauft. Haja. Bossi, wird Zeit loszureiten. Emily! Hello. Hey. I'm so glad you didn't get hurt. I was so worried after I heard that the tunnel collapsed. Emily, ich bin Handwerker. Ja? Kann gar nichts schief gehen. Nimm einen Kuchen. Ich weiß, gute Beruhigungskuchen. Ja, mal gucken, wie weit wir eigentlich im Sozial mit ja, also das hier, wenn das nicht Liebe ist, ne? Und die anderen, das sieht mittlerweile auch relativ gut aus. Ach ja. Das ist unser least favorite, die Kinder. Okay, die welche von den Brüdern, versteht sich auch von selbst, klar, mit denen haben wir wenig zu tun. Alice, okay. Scraps, wir sind noch Feinde, obwohl ich ihm Kacke geschenkt habe. Oh, es gibt noch 3 Leute, die wir kennenlernen können. Aber gut, erstmal ein Auftrag. Dann können wir die Aufträge, die wir schon haben, abarbeiten. Moment, bevor wir den Auftrag annehmen, könnten wir mal kurz eine Runde Lehm einsammeln. Muss hier irgendwo... Horsi, Achtung, muss durch. Ja, ah, Lehm haben wir nicht dabei. Wo habe ich denn vermutlich Lehm? Auch einmal eine Marmordiele. Die haben wir hier dabei. Das ist doch schon mal gut. Ich hätte aber gern eine. Genau. Und dann den erhärteten Lehm. Habe ich einstecken. Ah ja, sagt er ja auch. 10 von einem. Perfekt. Damit können wir noch arbeiten. Hallo. Die Bims. Hi. Hi. You have some bad luck. First a giant talking rodent, now an ancient drilling robot. But hey, you're getting better and better at this builder business every day. Ja, ich bin ja auch der krasseste Builder. Ich hätte mich eigentlich Bob nennen sollen. Bob der Meister. Auch Wandlampen für 828. Wir brauchen hier viele Materialien, Unternehmen. Und zwar sofort, wir benötigen 3 Bomben. Komm, wir bauen ein paar Bomben. How you build a bomb? Nein, so werde ich das Video nicht wenden. Sonst, keine Ahnung. FBI, open up und so. Das muss nicht sein. Aber ich habe noch nie eine Bombe gebaut. Mit wem kann ich denn quatschen wegen dem Ding? Mit dem Presley bestimmt, oder? Das ist auch eine Aufgabe. Nehmen wir an. Was, Scraps? Was ist eigentlich dein Problem mit mir? Ja, ja. Merk mir das. Die Damen, ich habe gehört, es gibt Nähmaschinenprobleme. Oh, Walter, there you are. I'm sorry for asking you to come all this way, but I have a commission for you. You see, I was teaching Molly how to sew the other day, and the sewing machine broke partway through. It wasn't her fault. The machine was hundreds of years old anyway. How am I to keep up with the demand without a sewing machine? Can you be a dear and help me fix it? Klar. Ah, thank you. I had Petra come over and take a look. She said that a cap setter thing in the machine's broken. Do you know what that is? No idea. Maybe I'll go ask her.
Dann gehen wir mal kurz Petra fragen, was dieser Kappensetzer ist, der da kaputt ist. Vielleicht hat sie ja einen kleinen Bauplan für mich. Hallo Petra. Carol's sewing machine? It's totaled. You can forget about fixing it. The model she had was really advanced, as it uses things like silicone chips and capacitors. We don't know how to fix these. I can help you research a sewing machine that we can actually make. I just need you to bring me 5 data disks. You know what to do by now. Chop, chop. Chop, chop. Nice. These'll do. I'll get back to you soon. Chop, chop. Hi. Glad you're okay. Did you find any interesting relics down there in Ingle's mine? Tatsächlich, ja, Bohrer. More data disks. Ja, da sind wir noch nicht scheinbar. Dann kriegst du erstmal eine so. For me? Na, das ist für dich, natürlich. Natürlich. So, mit wem muss ich jetzt wegen dem undichten Dach? Das ist immer noch ein Geheimnis. Ja, doch, hier oben bei Art. Ja, doch, das ist hier Presley wahrscheinlich. So, geh mal wieder rein. Der sitzt jetzt an seinem Tisch, wo er hingehört. Sind wir hier richtig? Hallo? 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 Nein. Scheinbar nicht. Hello there. Auch niemand, der was von mir möchte. Ist der? Wir müssen jetzt ganz genau rauskriegen, oder muss ich oben aufs Dach und das selber machen? Wahrscheinlich muss ich zu dem Punkt. Ich muss oben aufs Dach kommen, bestimmt. Wenn das Dach ist undicht, das wird nur Sinn machen. Stimmt's, Presley? I'm so glad you're okay. Gale said he would be asking the Alliance government to help us find and neutralize any more of these dangerous relics around Portia. Ja, einfach Nukes. Nukes sind die Lösung. Send Nukes. Ich habe gerade eine Kiste entdeckt. Unabhängig davon, ob hier irgendwo ein Loch ist. Oh, ah, da oben ist es undicht. Oh ja, das sieht aber, ne, so, dass das undicht ist, hätte ich auch so sagen können, tatsächlich. Ist relativ offensichtlich gewesen. Aber ja, war ja auch bekannt. War ja nicht irgendwie in question. Thank you for your help. I can finally just concentrate on work now. Ja, ist angenehm, wenn einem nichts auf den Kopf tropft, ne? 300. Also das ist nicht, also das sind natürlich hier. Ach, gut, ich meine, war ein einfacher Auftrag, aber ich muss ja eigentlich nach Stunden abrechnen. Ich bin aufs Dach geklettert, Gefahrenzulage, ne? Das ist ja auch glitschig, es hat ja bestimmt mal geregnet in letzter Zeit. Ja. Eigentlich sehe ich mich da. Ich kann hier mal kurz auftanken. Und hier unter Umständen tatsächlich auch. Ja. So. Die Frage ist, ob wir den alten oder den neuen Minen Eisen farmen. Aber schauen wir doch erstmal. Können wir hier Bomben? Brauchen wir Schießpulver. Schießpulver, Salpeter, Sulfat, macht Sinn. Wir brauchen 3 und wir brauchen pro Bombe 4. Also brauchen wir 12 Schießpulver. Ich kann 11 herstellen. Das ist natürlich nicht befriedigend. Große Pflanzkasten. Brauchen wir einen pro Ding. Wir brauchen 6 insgesamt. Das heißt, wir stellen 6 große Pflanzkasten her. Hartholzsofa. Ja, nur den kleinen herstellen. Den großen müssen wir kaufen. Ah. Ja, es läuft alles darauf hinaus, dass wir erstmal meinen gehen. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen noch angeln, aber ich glaube, das ist mir heute. Heute müssen wir meinen gehen. Metalle, hier ist voll. Hier ist sowas von voll. Leute, haben wir irgendwo Blatt? Komm, hier haben wir Platz. Da können wir so Sachen reinholen. Alles raus damit. Alles raus. Ja, ist eigentlich ein gutes Rezept so. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Platz gemacht. Vorsicht. Oh, Rossi! Einfach alles vollgeschissen von den Tieren.
Eija. Ach, das ist Papa Bär. Gerade gedacht, es wäre irgendein blaues Lama oder so. Das hätte ich vielleicht geschlachtet. Ne? Also ich meine, so. Aber wenn wir hier sind, können wir auch gleich mal Bilder machen. Müssen wir ja auch machen. Hello there. Wir brauchen Eisen für Carbonstahl. Ist die Frage, suchen wir trotzdem nach Relikten? Oder sollen wir einfach mal dumm reinhauen? Huch. Guck mal, hier ist Eisen. Das sieht doch gut aus. Das nehmen wir erstmal mit. Und dann suchen wir zwar gerade nicht nach Relikten, aber wir bekommen Datendisks. Das ist einiges wert. Sulfat wäre nochmal die Frage. Müssen wir auch mal kurz gucken. Kalender, nein, hier Handbuch. Gegenstandskatalog. Und zwar in Fertigung? Ja, ich glaube nicht. Nein. Möbel? Können wir mal. Hier für Feuerwerk brauchen wir bestimmt sowas. Sagt er uns nicht. Sagt er uns wieder nicht. Hier, polieren, Textilien, Rohstoffe. Das klingt doch nach dem, was wir suchen. Sand. Kleines gelbes Häufchen, das soll war hier. Steinabbau, Ingalsmine. Okay, wir müssen in Ingalsmine. Ich will nicht in Ingalsmine. Ich habe Angst vor der Mine. Planet Explorers. Nice. Wir brauchen mal ein Kassettendeck, dann können wir mal ein bisschen hier Hörbücher abspielen, glaube ich. Also wir nehmen jetzt hier Eisen mit und dann gehen wir weiter in die nächste Mine. Gucken, ob da wieder irgendwelche krassen Roboter sind oder ob das... Ich könnte natürlich eine... Ich glaube, das ist so ein Kampfding eher dann. Ich weiß nicht, ob wir... Ah doch, eigentlich... Wir sind ja recht stark. Auch wenn wir null auf Kampf geskillt sind aktuell, aber... Ja, das hat uns noch nie davon abgehalten, irgendwas zu tun. Das eine nehmen wir auch noch mit. Ja, komm. Schön bisschen Eisen nehmen wir. Ja, auch tatsächlich gerne einen Bohrer. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, noch ist Bohren nicht angesagt. Hätte ich vielleicht nicht den Skill für nutzen sollen, sondern einfach mal gucken, was bringt uns aktuell was. So. Aber ja, der Herr wollte ja, ne, den Bohrer-Skill. Ohne einen Bohrer zu haben. Ich meine, ich habe einen Bohrkopf gefunden, den kann ich aber nicht verwenden. Ist natürlich kontraproduktiv, dementsprechend. Machst du nix soweit. Machst du einfach nix. Schön Aluminium. Gibt's übrigens XP, ja, eine feine Sache. Würde ich sagen, wir hüpfen jetzt mal wieder hier raus. Tschüss. Und gucken mal, ob wir in Ingalsmine weiterkommen. Hallo dir. Hallo Schlangen. Grüße gehen raus. An die Schlangen von der ich hin. Oh, sie! Da das Mine. Hier komme ich noch nicht rein, okay. Ist hier noch geschlossen für mich. Aber jetzt nicht, das ist so das Einzige, wo wir Sulfat bekommen und da komme ich jetzt nicht rein. Ich muss doch Bomben herstellen. Wie soll ich denn sonst Bomben bauen? Wenn ich hier nirgends reinkomme. Hier oben über den Tunnel rein, oder? Weil das ist ja, es gibt die beiden Mineneingänge und in dem ist ja nichts drin. Wir hätten auch hoch reiten können. Das machen wir jetzt ja auch. Nein, komm, los, ja. Dann schaue ich aber mal hinten beim Tunnel. Vielleicht kommen wir ja dann da rein. Wenn wir schon hier nicht reinkommen. Also ich finde, das wäre das Mindeste.
Ich habe da Leute befreit, ich möchte da rein. Ich brauche Sulfat. Komm schon. Nein. Lass mich doch da rein. Habe ich jetzt etwa eine Aufgabe, die mich, die unlösbar ist? Das finde ich sehr unschön. Ich will doch nur eine Bombe bauen. Ah, wobei, das hieß, wir kriegen das auch vom Steinabbau. Das heißt, wir können vermutlich hier Steine abbauen und mit diesen Steinen unsere Gier nach Sulfat befriedigen. Dann baue ich hier Steine ab. Können wir immer noch? Ja, das sieht doch schon aus wie ein Sulfat. Sehr schön. Zwei Sulfat. Perfekt. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Das heißt, wir nehmen hier alle Steine mit. Oh. Den großen nehme ich natürlich auch mit. Ich weiß auch, ein cooler Stein. So. Noch einer. Ist zwar nichts mehr übrig, aber ne, einen Schlag brauchen wir noch. Oh. Gutes Sulfat. Da hinten sind halt einfach nochmal Palmen. Da waren wir auch noch nicht, oder? Bossi, Angriff. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Kann man hier irgendwo angeln? Irgendein Mineneingang hier? Hier gibt es einen Schlangenrumbi gestört. Da oben kann man. Komm, wir gehen da oben mal angeln. Hallo. Ja, wir kämpfen jetzt nicht. Wir sind doch alles Freunde. Aber ich sehe gerade, die Folge ist auch vorbei. Das heißt, wir angeln diese Folge dann nicht mehr. Sondern nächste Folge. Die kommt morgen um 18 Uhr. Wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, morgen geht's weiter. Bleibt gesund, hau rein und bye bye.